Schön, dass ihr wieder dabei seid, Freunde. Wir betreten nämlich gleich wieder eine Höhle. Wenn ich es noch rechtzeitig schaffe, sollte aber kein Problem sein. So, wenn die mal ein bisschen hinne machen würden. Hinne machen! Ja, ein paar weiße Pikmin hier zu. Los, komm. So, ein paar weiße. Das ist alles super schnell hier. So, okay. Müsste ich immer noch schaffen. Müsste ich noch schaffen. So. Okay, und rennt, Leute! Auf zum Loch. So, welcher Weg ist jetzt kürzer? Ich nehme einfach den Weg, wo keine Gegner sind. So, los, kommt, Leute, das schaffen wir. Müssen wir einfach schaffen. Noch ganz knapp, bevor der Tag zu Ende geht. Da rein. Oha, Mann, ey, ich habe hier auch noch so langsam... Oh, 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 oh. Nein, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Ganz knapp, da sind sie doch schon alle. Leute! Kommt schon! So, ich habe alle 100 bei mir. 100 von 100. Na dann nochmal rein da! Let's go! Ein paar weiße noch zur Sicherheit, vielleicht ist irgendwas vergraben. So! Schön. Und Automatik speichern. Das war knapp, oder? Aber ich werde so viel wie möglich am Tag schaffen. Sublevel 1. Spinnenburg. Oh nein. Spinnenburg? Das klingt jetzt aber gar nicht schön. Spinnenburg klingt ganz und gar nicht schön. Verdammt. Okay, ich gehe erstmal alleine gucken. Alleine gucken. Ah, hier kann ich vielleicht... Hier kann ich doch vielleicht schön auf... Ja, das ist schön. Okay, das... Uiuiui. Mann, ich hasse diese ollen Viecher hier. Die Käfer mit diesen Beißwerkzeugen sind echt beschissen. So, das sind Blattasseln oder was? So. Rote Pikmin, Angriff. Auf Angriff macht euch gefasst. Und da hat Unlead Video Studios wieder gefailt. Aber ist ja nicht schlimm. Solange es nicht an wichtigen Stellen ist. So, okay. Wenn die das abtransportieren, gleich kommt eine schöne Nektardusche. Mal wieder. Nur für euch. So, okay. Erstmal versuchen, das eine Nektarplätzchen so gut wie möglich auszunutzen. So, und haben schon alle geschafft? Nö, nicht alle. Ein einziges Pikmin. Hatte keinen Bock. So. Okay, alle aufgestärkt. Let's go. Okay, sonst ist ja nix. Doch, jetzt ist wieder so ein scheiß Blatt. Ach Mann, ey, hier sind lauter so eine ollen, dummen Käfer. Ich hasse die. Nein! Nein! Oh nein, ein Pikmin von uns ist gestorben. Warum musst du ja auch den Freitod wählen und ganz alleine? Naja. Ich habe erstmal keine Lust hier, die weißen Pikmin zu riskieren. Ist mir zu blöd. Die gelben auch nicht. Erstmal mit den roten Pikmin hier lang marschieren. Die sind eh am angriffsstärksten und sind eh die fiesen Typen. So, komm, wir gehen erstmal alleine hier lang. Tötet hier jeden, alles und jeden töten. Töten. Oh! Leute, guck mal. So ein Nektar. Freier Nektar, ohne Beerenzutat. Den können wir uns einfach einverleiben und aufsaugen. Die rote Flüssigkeit, die Sie hier sehen, enthält raffinierte Ultramotiv-Essenz. Ein Tropfen enthält eine Dosis. Boah, geil, Mann. So, komischerweise schlürfen wir das jetzt irgendwie auf. Keine Ahnung wie. So, und haben erstmal vierfachen Oberschutz. So, da geht's weiter. Ach, Mann, lass mir doch in Ruhe hier, scheiß... Scheiß Viecher hier. Und noch so ein Vieh, Mann. So. Okay, hier haben wir einen Apfel. Ne, eine Tomate ist das. Das ist eine Tomate. So, das ist der einzige Schatz und dann können wir gleich weiter. Ich glaube, ja. Gut. Louis, was ist los, Louis? Achso, Louis. So, einfach nur einsammeln. Ah, ist das Spiel herrlich. Stoop. So. Oh, ein Pikmin gleich verloren auf ersten Sublevel. Und mir gefällt der Name, die Behausung der Spinnen, immer noch nicht so. Ich hoffe, das ist nicht so ein Oberendgegner. Ich muss mal gucken, ich habe Angst. Und es ist eine Tomato. Liebesnugget. Liebesnugget. Keine Ahnung, was das soll. Das Ding heißt einfach nur so. So, dann schnappen wir uns die anderen noch. Lassen den Käfer da einfach verrotten. Haben unsere 99 Pikmin zusammen. Und weiter geht's. Zack. Zack. Und tschüss. Ich liebe diese Mission in der Höhle.
obwohl sie manchmal ganz schön finster sind. Sublevel 2. Spider Castle. Oha. Oha, Feuer. Okay, also, Olimar, diesmal wartest du hier mit der Gruppe, während ich mit den Feuer-Pikmin erstmal hier die Gänge frei mache. Obwohl eher eine Sacke ist, aber ist egal. Sackgasse war, aber ist egal. Ich will freie Bahn haben mit meinen Pikmin. Ach du Scheiße. Oh oh, ein Frosch. Ruf auf den Scheißfrosch! Ruf auf den Scheißfrosch! Lass nicht zu, dass er uns tötet! Und tot. So, schön. Er hat einen Schatz gehabt. Oh, das ist ja ein Ding. Das hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott, die ganzen Gegner da hinten. Ach du Scheiße. Du, ein neuer Schraubverschluss. Und diesmal ist es von Sinalco. Sinalco schmeckt. Nee, der Aktivitätsentfacher. Ah, Sinalco. Das kennt man doch auch, oder? So. Ich muss die irgendwo anders abstellen. Die Pikmin sonst. Ich will einfach nur mit den roten. Nur mit den roten Pikmin. Einer schönen großen Gruppe. So, jetzt ist hier. Oh, hier ist alles voller Feuer. Okay, das Einzige, das erstmal nervt, ist der Frosch. Oh, was war das denn? Ganz komisch ging das Ding gebasht. Na, wo wollen wir denn hin, ne? Wo wollen wir denn hin? Rauf auf den Frosch! Küss den Frosch! Und rauf auf den dicken! Oh oh. Und Quatsch! Oh. Oh oh. Oh, das war knapp. Oh oh oh. Oh, oh Gott. Das war ein Glück. Aua, Feuer. So, kaputt machen. Bitte das Feuer zerstören. Zerstört das Feuer. So, und diese ollen Spinnen hier ist auch eine neue Gegnerart. Eine beschissene neue Gegnerart, von der es auch viele verschiedene Varianten wieder gibt. Hier, also die klauen dir immer die Gegenstände, mitunter auch die Schätze. So, und die machen als Abwehrmechanismus, je nach Farbe, etwas Spezifisches. Leider. Einfach mal eine Feuerfontäne oder halt sowas dergleichen. So, ach man. Und sie klauen einfach die Typen hier, ey, was soll denn der Mist? Ruf auf den. Ruf auf ihn, los. Na, macht er seine Feuerfontäne, er macht sie. Schwarms. Tja, bringt aber nichts. Wir sind viel cooler. Erstmal neuer Schatz. Und es ist ein Lippenstift. Gucken, wie sie das Ding nennen. Name Prostituierten-Anhängsel. Nee. Oh, Lippenbekenntnis. Lippenbekenntnis. Okay, und es gibt hier anscheinend noch einen Schatz. Und der ist bestimmt hier hinter der Mauer. Also heißt es wieder mal ganz klassisch, die Mauer muss weg. Wir sind das Volk. Ja, die Pikmin sind hier das Volk. Das ist noch so eine scheiß Spinne. Ruf auf die Spinne! Vielleicht wird das deswegen die Spinnenhöhle genannt. Hoffentlich, weil das würde mir schon reichen. Aber ich soll euch jetzt schon sagen, ich weiß, dass es hier einen mega fetten Spinnenendgegner gibt. So, ein Kopf. Sieht aus wie ein... Wo sind die Eier gerade hergekommen? Egal. Entenkopf. Das als Schatz. Also, ich würde vorschlagen, wenn wir das Spiel durchhaben, mache ich erstmal einen Flohmarkt und verkaufe meine ganzen Sachen hier als Schatz. Einfach so. Dwing, dwing, dwing. Feuer aus der Radar und... Oh, wow. Donald Duck's Face. Das sieht aus... Paradoxes Mysterium. widersprüchliches Mysterium, na klar. Er kann sich einfach nicht erklären, was das sein soll, der Scheiße. So, okay, ein paar Pikmin müssen hier noch was drinking. Drinking, drinking. So, und alle wieder aufgefrischt. Und Schatz, Schätze alle weg. Also noch eins tiefer. Einfach mal überspringen. Wieder saven. Sublevel 3. Spider Castle. Wee. Oh oh. Oh 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 oh. Oh oh. Ah! Eine neue Käferart. Elektrokäfer. Fiese kleine Stüppis. Die muss man ganz schnell killen. Bevor sie eine Verbindung eingehen. Da hinten der Typ, der wollte gerade eine Verbindung eingehen.
Und das wäre uns über so gar nicht gut bekommen. So, von hinten angreifen! Ja, nein, aber du schaffst es nicht. So, und er konnte sich nicht abschütteln. Und tot. Oha, Elektrokäfer, oha. Na gut, euch das an, was die da machen. Überkreuz, Schock. Hab ich Angst vor. Hm. Also, was am besten machen? Mit den gelben Pikmin vorangehen? Wäre anzunehmen, ne? Voll einzelne Käfer sind relativ harmlos. Nur wenn sie eine Verbindung eingehen können mit einem anderen. Oh, was haben wir denn da, Leckeres? Wo kommt das Vieh auf immer her? Zum Glück bin ich vorgegangen. So, und oder kann er irgendwas machen? Nö, kann nichts machen. Weiter geht's dann. Also killen wir jetzt den Vieh hier einfach. Und doing und ruf auf ihn. Einfach ruf auf ihn. Und ihr seht schon, wie er hier einfach gekillt wird. Und quools. Und da geht er down. So, jetzt will ich das nervende Vieh hier noch umbringen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass ihn los. Lass sofort los. Und rauf da. Vroom, 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 vroom. Die Viecher waren aber irgendwie im ersten Teil auch viel nerviger als im zweiten Teil. Aber was soll's. Ich will keinen von den Viechern zu Hause haben. So, wie schwer ist das Ding? Oh, ist eine ganze. Oh. Das ist eine ganze mega Thunfischdose. Ah, gut. Oder irgendwie Katzenfutter oder sowas ist das bestimmt. Uiuiui. Katzenfutter, wie ekelhaft. So, rote Pikmin. Ich will jetzt erstmal das fliegende Vieh killen. Was haben wir hier eigentlich? Ist da immer was? Ja, okay, das ist ein Ei. Was soll ich mit einem Ei? Oh, verdammt, Alter, ich will jetzt. Oh, verdammt, ey. Und Stromconnection. Rufer-Vieh, wo denn? Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Oh, oh, nein, 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 nein. Oh, verdammt, oh, jetzt muss ich mich beeilen. Die wollen gerade Strom machen. Oh, 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 oh. Okay, erstmal ja schön hier. Irgendwas Chinesisches. Break Day. Offene Architektur. Na klar. Komm schnell her. Nein, nein, nein. Ah! Verdammt. Okay, es sind aber nur ganz wenig gestorben. Ah! Nein, nicht daran. Oh. Ey, wieso braucht ihr so lange, den Vieh umzubringen? Mach doch mal hin jetzt. So, geht doch. Boah, ey. Okay, aber nur 8 Pikmin verloren. In Anführungsstrichen nur. So, jetzt reicht's. Gelbe Pikmin. Ihr müsst jetzt hier. Ihr müsst ran. Ihr seid elektroresistent. Aus welchem Grund auch immer. Boah, hier sind ja auch so viele, ey. Naja. Das Vieh killen wir jetzt hier. Boing. So, aua. Wurde vom Strom getroffen. Na, killt er mal die. Oh Mann, ey, wie lange braucht ihr denn? Um ihn so einen dummen Käfer hier umzubringen. Boing. Und tot. Doing. Und wieder tot. So, das Vieh hier nervt auch. Ganz schön. Weil es genau an der Wand steht. Wum, 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 wum. Einfach platt machen. Einfach killen. Und knacks. Tot. Oh, ey, so viele, ey. Aber die Viecher sind echt scheiße. Die können extrem gefährlich sein. Weil man mitunter auch einfach ja nicht weiß, wo die jetzt ihre Connection da machen und dann einfach alle umbringen. Oh mein Gott, sie laden sich auf. Das ist auch ein Wunder der Natur, ey. Elektrokäfer, sowas gibt's doch erst. Ich dachte, sowas gibt's nur bei Unterwasserfischen, die ihre eigenen bauten Taschenlampen haben und sowas alles. So, und der Käfer alleine ist hoffnungslos verloren. So, Olimo, dann komm mal her. Und hol mal hier die Pikmin her. Große Einsammelaktion. Große Sammelaktion. So, die Mauer ist kaputt, hat aber nicht gebracht. Da war bloß ein Ei, das sie auch gleich mal aufgebrochen haben. So, Mauer kaputt machen. Dahinter ist nämlich noch ein Schatz. Oh, alle ruft da, ey. Alle ruft da. So, die anderen Viecher will ich auch noch haben. Einfach einsammeln. So, richtig schön. Alles down, 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 down. Und da reagieren die weißen Pigmente drauf. Zum Glück habe ich sie mitgenommen. Wenn es auch nur ganz wenig waren. Aber die wenig reichen ja aus, um einen Schatz zu finden. Ich will nicht immer raten, immer ein weißes Pikmin mitzunehmen. Weil sonst muss man in eine Hülle zweimal rein und das ist irgendwie dämlich. So, stoop! Eine Muschel oder was? Eine Muschel! Was es nicht alles gibt. So, Muscheln unter der Erde. Ich dachte, die waren immer mehr. Egal. Dum, die dum, die dum, die dum. Und das Geld. Oh, wir haben bald schon wieder 40% abbezahlt. So, gucken, was er jetzt dazu sagt, zu dem Quatsch. Und es ist... oh mein Gott. Name
Gedenkmuschel. Okay, sie wissen aber, dass es eine Muschel ist. Ist ja schon mal viel wert. So, da liegen zwar noch ein paar Käfer rum, aber ist mir egal. Ich hau jetzt ab. Weiter ins nächste Sublevel. Das ist ja genau gut, um den Part zu beenden. Kurz nochmal kurz schnuppern. Wo sind wir also im nächsten Part, Freunde? Mal gucken. Speichern. Good. Sublevel 4. Spider Canyon. The Castle. So. Oh, das ist immer noch das letzte Sublevel, also haben wir im nächsten Part noch viel vor uns. Oh mein Gott. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part, Freunde. Ciao.